fünf Nord-Süd-Gipfel, die im Gedächtnis bleiben. Der vielleicht schönste Sieg in München gelingt dem HSV 1982. Der Trainer heißt Ernst Happel. Der HSV liegt 20 Minuten vor Schluss 3:1 hinten, gewinnt am Ende aber dank Kopfballungeheuer Horst Rubesch mit 4:3. Der HSV wird am Ende der Saison Meister, auch dank dieses Erfolgs. Der letzte Auswärtssieg des HSV bei den Bayern liegt bereits 11 Jahre zurück. 2007 jubeln die Rothosen in der Allianz Arena. Rafael van der Vaart gleicht die Bayern-Führung aus. Der eingewechselte Paolo Guerrero trifft zum Sieg. Die Vorlage stammt von HSV-Torwart Frank Rost. Das hat man auch nicht jeden Tag. Als Meisterschaften noch knapp entschieden wurden, ist der HSV das Zünglein an der Waage. Am letzten Spieltag der Saison 2001 führen die Hamburger mit 1:0 gegen den FC Bayern. Schalke wäre Meister gewesen. Dann kommt Patrick Andersson und versenkt einen umstrittenen Freistoß im Hamburger Tor. Schalke ist Meister der Herzen, der HSV Meistermacher wider Willen. Gleich klatscht es, aber kein Beifall für den HSV. Die jüngere Vergangenheit des Nord-Süd-Duells ist durch üble Klatschen geprägt. Gegen kaum einen Gegner kassiert der HSV so viele Tore. Der HSV geht gegen die Bayern mal 0:6, mal 0:8 und auch mal 2:9 unter. Niederlagen, die sich ins kollektive HSV-Gedächtnis einbrennen. Das 6-Punkte-Jahr fast vergessen. 2009 gewinnt der HSV beide Bundesligaspiele gegen den FC Bayern. Zweimal heißt es zu Hause 1:0, jeweils durch Mladen Petric. Die beiden Siege sind auch die letzten der Hamburger gegen die Bayern. Wann der nächste folgt, steht in den Sternen.